Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich sehr. Wir sind wieder am Start mit Idra. Wir haben uns schon zweimal was von ihm angehört und das ist jetzt der dritte Track von ihm, den wir uns zusammen geben werden. Ganz wichtig, der Track ist ganz, ganz frisch rausgekommen, wieder vor ungefähr einer Sekunde gefühlt. Von daher checkt auf jeden Fall das originale Video ab auf YouTube. Es ist jetzt verfügbar. Link dazu natürlich unten in der Beschreibung und auch im angepinnten Kommentar. Lasst da erstmal ein bisschen Liebe da, einen kleinen Aufruf, einen kleinen Like und dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein bei Eastpack von Idra. Früher, jeder hatte Eastpack, oder? Ich hatte auch Eastpack. Jeder hat die Eastpack. Ich habe mir letztens, wann war denn das? Das war der Gründer von Eastpack war bei Tim Gabel im Podcast und davon hatte ich auf TikTok so einen kleinen Ausschnitt und das war super interesting, wie er darüber geredet hat. Die kommen hier tatsächlich aus von mir aus der Nähe. Ich weiß gar nicht, was es war. War es Norderstedt oder Henschel-Ulzburg? Oder war es sogar Quickborn? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, die kommen hier auf jeden Fall aus der Nähe bei mir. Und das war super interessant, wie sie darüber geredet haben. Wie sie so marketingtechnisch drangegangen sind damals, um Eastpack irgendwie popular zu machen. Und Eastpack war geil, hatte jeder. Hatte jeder, war einfach eine geile Zeit. Und ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt sehr gespannt. Wir hören rein bei Eastpack von Idra. Ich habe schon gehört, dass der Track so ein bisschen more personal sein soll. So ein bisschen anderer Vibe. Finde ich super, ich finde es immer geil, selbst wenn mir der Track vielleicht jetzt vom Viper nicht gefällt, werden wir gleich raushören, finde ich es immer cool, wenn Leute sich ausprobieren, gerade so, keine Ahnung, es ist glaube ich super schwer als Künstler in die Falle zu geraten von, okay, das hat funktioniert, ich mache nur noch das und ich finde es dann immer sehr bemerkenswert, wenn man sich selbst noch so ein bisschen fordert und pusht. Ich bin sehr gespannt, wir hören rein bei Eastpack, bleibt auf jeden Fall wach, gleich kommt der neue Juju-Song raus, den werden wir uns natürlich auch so schnell es geht zusammen anhören, freue ich mich sehr drauf und dann würde ich sagen, hören wir rein, let's go. Scheint wieder sehr. Sehr vibe zu werden. Leute hatten meine Liebe, doch sie haben sich das verspielt. Und ich wusste nicht, dass wir spielen. Wusste nicht, dass wir spielen. Hast mich im Rücken wie ein Rucksack. Weiß nicht, ob's dir bewusst war. Du sagst, du liebst meine Art. Doch es kann sein, dass das der Grund war. Heute laufe ich in die Ganz Bank. Kurz, ich, sagen, sie haben keine. Tut mir leid, dass ich direkt am Anfang pausiere. Ich fand das. Die Zeile super schön. Leute hatten meine Liebe, doch sie haben es sich verspielt. Und dann sagt er, ich wusste nicht, dass wir spielen. Wisst ihr, das ist super. Das ist cool ausgedrückt, Mann. Das ist cool ausgedrückt. Alright. Es kann sein, dass das der Grund war. Heute laufe ich in die Bank. Sie sagen, sie haben keine Gelbe mehr. Warum machst du Film? Ich war way, wieder haben wir uns kennengelernt. Hab mich für dich auf einmal von der halben Welt entfernt. Weil ich dachte, du und ich, wir beide sind vom selben Stern. Ich wollte dir von meinen Fehlern erzählen. Und du bist einer von denen. Gesehen, egal welches Problem, diese Erde wird sich immer noch drehen. Geil, Junge, geil, okay. Ey, das ist das, was ich bei Idra sowieso geil finde, diese Musikalität, die er reinbringt. Wisst ihr, das ist, es ist natürlich super vibe, das auf jeden Fall, aber dass er dazu noch so diese musikalische Feder reinbringt, das ist einfach eine sehr, sehr stronge Kombi, finde ich, weil das ist sowas, das würde ich direkt in meine Deutschrap Chill Out Playlist machen. So, wisst ihr, das kann man nebenbei laufen lassen. Das ist super chillig. Das ist ein sehr angenehmer, geiler Vibe. Ich hab gesehen, egal welches Problem, diese Erde wird sich immer noch drehen. Wow, wow, wow. Ich wollte dir von meinen Fehlern erzählen. Oh, das ist auch so eine angenehme Stimmphase. Du bist einer von denen. Wow, wow, wow. Ich hab gesehen, egal welches Problem. Ich verstehe leider die ganze Zeit Senegal, Leute. Ich bin so im WM, leider irgendwo im WM-Hype. Es ist ja dieses Jahr echt schwierig, Mann. Es ist echt schwierig, da irgendwie eine gesunde Komponente zu finden, wie man das macht mit der WM dieses Jahr. Ich habe gesehen, egal, und dann höre ich die ganze Zeit Senegal raus. Nein, never mind. Diese Erde wird sich immer noch drehen. Wow, wow, wow. Mein Diplom ist an der Wand und meine Mom hing ist die weg. Doch ich lebe mein Leben jetzt und davor zieh Respekt. Guck ich. Boah, okay, das ist wirklich, ich liebe solche Insights, weil, keine Ahnung, ey, wir kennen alle Idra noch nicht so krass und es ist super nice, ihn so ein bisschen besser kennenzulernen jetzt und wie er eben auch so sagt, ey, mein Diplom hängt bei meiner Mom an der Wand und sie ist stolz, aber sie hat trotzdem auch Respekt vor dem Weg, den ich jetzt einschlage, so außerhalb von dem Diplom, außerhalb von dem klassischen Studenten oder Auszubildenden, whatever, ja, sondern eben dieses Riskante ist es ja einfach, Künstlerleben. Marvin ist die weg, doch ich lebe mein Leben jetzt und davor zieh Respekt. Geil. Ich renn mein Geld hoch, ich renn dein Geld hoch, mir liegt das. Fahre durch das Land und lass mich blitzen in der D-Klasse und mein Opa ackert Leben. Wow, ey, auch ganz kurz hier, wunderschönes Musikvideo wieder, oder? Keine Ahnung, super, super stylisch irgendwie. Lang für ein besseres Leben, verlor sein Augenlicht, was er erschuf, konnte er nicht sehen. Und deswegen sind meine Augen weit geöffnet, mein Herz weit geöffnet. Ich muss es sehen und fühlen, weißt du, wie ich mein? Ich wollte dir von meinem Ich sag's ganz ehrlich jetzt, also jetzt ganz, ganz ehrlich.
Der Track ist richtig, richtig stark. Der ist super stark, Mann. Und natürlich, wir haben Idra gerade im ersten Track vielleicht, so, wo wir auch ein Video zu gemacht haben, so als echt richtig krass, flowlich, super talentiert und so sehr eigener Style wahrgenommen. Aber das ist jetzt gar nicht so dieses Flow-Geflexe oder so, sondern einfach so, keine Ahnung, das sind einfach so Zeilen, die man gerne hört, wo man denkt, okay, ey, das ist nicht nur so eine Fassade, da ist mehr hinter diesem Menschen hier quasi. Und das macht ihn so voll sympathisch und nahbar gerade. Und ich finde auch, dass die Hook auch so ein bisschen softer ist. Wisst ihr, dass es einfach ein bisschen weibiger, entspannter ist. Ey, ganz kurz, diese Jacke, nennt man das Cord? Das sieht ein bisschen aus wie Cord. Aber ich habe keine Ahnung von irgendwas im Leben, deswegen sage ich das gerade einfach nur. Sieht super angenehm aus. Ich will mir so eine Jacke holen. Ganz kurz, er war davor noch streichen, ja. Das sind auch Inside-Infos, die ich hatte. Er war noch kurz streichen, Farb einmal ein bisschen umgekippt und dann auf einmal Hose so. Deswegen wisst ihr Bescheid. Ah, schon wieder zu kurz. Vorbei schon. Oder? Da kommt noch was, da kommt noch was. Wir haben noch eine Minute. Wir haben noch eine Minute. Alles gut. Alles gut. Oh, wir haben so ein verträumtes Outro. Oh, geil. Das war nochmal ein geiler Change, Mann. Geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, Mann, ich finde den stärker als den ersten Track. Das ist bis jetzt der stärkste Track, den ich gehört habe. Auch wenn es gar nicht so 100% dieser Vibe ist, den ich sonst immer privat höre vielleicht. Das ist eher so der Vibe vom ersten Track gewesen, den wir uns angehört haben. Der so ein bisschen mehr mein Vibe war, wo ich sage, okay, das war mein personal favorite taste so mäßig. Aber der ist so rund, Mann. Ich finde den richtig geil. Diese Melodie ist schon 10 out of 10. Die Melodie und auch mit dem Beat gerade so. Die Melodie auch im Beat, das ist so vibey. Wisst ihr, das ist so richtig ein angenehmer, geiler Vibe. Okay, Shoutouts geht auf jeden Fall raus an Lisa und an Kiran. Ich hoffe, ich habe Kiran richtig ausgesprochen. Für das starke Musikvideo auf jeden Fall an dieser Stelle. Krass. Holy shit, Junge. Ganz, ganz ehrlich. Ich bin super, super überrascht. Also ich habe mit was Gutem gerechnet, weil bis jetzt die Tracks von Idra mir auf jeden Fall zugesagt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich herausgehe und sage, okay, das ist jetzt von den 3 Tracks, die ich gehört habe, mein most favorite one von ihm bis jetzt. Geil. Ich hoffe, dass der Track irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil das ist so ein Vibe, glaube ich, der vielen richtig gut gefallen könnte. Der kommt auf jeden Fall in meine Deutschrap Chill Out Playlist auf Spotify. Checkt die gerne aus, wenn ihr wollt. Aber so ein angenehmer Vibe irgendwie, ich weiß nicht. Und es macht Idra halt als Künstler nochmal super interessant. So ein bisschen persönliche Lines waren da drin. Trotzdem halt dieses super vibige, musikalische, was man von ihm sowieso schon gehört hat. Aber zeigt auch, okay, er macht nicht immer die gleiche Art von Track, wisst ihr. Und das finde ich halt super wichtig. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, es ist, glaube ich, schwierig, wenn ein Track irgendwie ganz gut ist so und du deinen Style gefunden hast, dass du nur noch sowas machst und dann verlierst du dich irgendwann da drin. Aber das wirkt noch sehr frisch und sehr so, okay, ey, irgendwas anderes versuchen, gotta try something different, so mäßig, finde ich super cool. Deswegen auf jeden Fall Idra, geil, so oder so, ey, ganz ehrlich, bleibt auf jeden Fall, bleibt weiter am Auschecken von dem Stuff. Und das war jetzt Eastpak und hat mir richtig, richtig gut gefallen, auch geil irgendwie. Er hat wahrscheinlich früher auch ein Eastpak so oder so ein Eastpak-Ranzen oder wie auch immer war für ihn so in seiner Kindheit irgendwas. Und es war ja auch viel über seine Mom, über seinen Opa hat er geredet, ja, wie es früher war. Und was er jetzt irgendwie mit Risiko auch so Diplom gemacht, scheiß drauf, ich werde jetzt Rapper einfach so, all of a sudden so. Deswegen finde ich es cool, ich glaube, dass so ein Eastpak-Ding für ihn aus der Kindheit so ein symbolisches Ding auf jeden Fall hat. Geil, Mann, ey, super, super gut geworden. Lasst mir auf jeden Fall bitte eure Meinung da, auch wenn es euch gar nicht gefallen hat. Ich möchte es auf jeden Fall wissen, schreibt in die Kommentare, habt ihr so einen ähnlichen Vibe wie ich bekommen, dass es halt einfach super, super chillig und vibey geworden ist, oder wartet so, nee, Bro, das ist
gar nicht mein Taste. Ich will es gerne wissen und ansonsten bleibt auf jeden Fall wach. Wie gesagt, gleich kommt die UU-Reaction online. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr drauf. Ansonsten, wir checken gerade auch Seven Wars Wild komplett ab. Wir können gerne zusammen gucken, wenn du Bock hast. Wir schauen jede einzelne Folge, wir schauen auch das Behind the Scenes bei Dave auf dem Kanal. Alles in meiner Seven Wars Wild Playlist zu finden. Check das gerne aus. Ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, gleich bei UU. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.